So, und da sind wir wieder zurück und wir können jetzt endlich zu Rost, es sei denn, wir finden natürlich nochmal zwischendrin irgendwas. Das ist natürlich klar, dann werden wir natürlich, na super, was anderes machen. Aber Plan sieht erstmal so aus, wir kehren zurück zu Rost und werden dann entsprechend die Erprobung hieß es glaube ich, ne, Erprobung machen, ja. So. Ach, ist ja gleich um die Ecke. Okay. Da ist er. Genau wie er gesagt hat. Aloy, du bist hier. Ja. Ich speichere nochmal schnell. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und hab allein gejagt. Und das sagst du immer. Was dich nur einsam macht. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Also, Rost. Ich habe nachgedacht. Und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Nee, sie ist ja wie ein Vater. Und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Ich war übrigens bei Karst und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Okay. Oh, hübsch. Sieht ja gut aus bei Nacht. Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Ja, so sieht's doch aus. Übel.
Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Okay. Kurz gucken, was wir hier noch so finden. Ein Läufer, okay. Geht, würde ich sagen. Der hat was Gutes dabei. Ah. Schnieke. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Ach, das sind keine Kadaver. Naja, den gehen wir lieber hier lang. Machen wir lieber erstmal die Mission. Wir wollen uns nicht so sehr ablenken lassen. Wir können später hier garantiert alles erkunden. Oh, da liegt jemand. Den kriegen. Na komm schon. Na, vielleicht wenn er da steht. Nicht gefallen. Hab ihn. Jetzt ist es nicht mehr weit. So. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Okay. Dann tot, wenn du nicht aufpasst. Sauber, meins. Ja, wir brauchen ein Wildschwein. Frischer geht's nicht. Ja, ist klar, es ist ja noch am Tier dran. So. Ach, nee, ich bin gerade überlegen, sinnvoll wäre auch sowas, aber wir sehen, wir brauchen noch Schweinsknochen. Oben sind Wildschweine. Das ist ja super. Sauber, meins. Sieht gut aus. Komm schon her. Mann, halt einfach still. So, habe ich das jetzt? Na, Mann. Was ist denn das da hinten? Metallblume, okay. Auch noch nicht gesehen.
Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Ja. Ach so, ein Sammelobjekt ist das. Ah, ja. Okay, was ist das da? Okay, da ist noch ein Wächter. Habe ich den nicht geplündert? Nee, anscheinend nicht. Ha. Das kann man natürlich nicht liegen lassen, ne? Ist klar. Ich wünschte, wir hätten noch diese Knochen gefunden wegen der Ressourcen, ja. So viele Sachen, ey. Wahnsinn. Hammerhart. So. Nein, ich will das noch plündern. Mann! Eine Holzhütte. Zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ja, aber Fragen darf man doch. Darum kümmerst. Okay. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Okay. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Na, warten wir. Wir sehen ja, wo er lang patrouilliert. Da entsprechend werden wir dann halt die Fallen platzieren. Genau, das ist dann... Ist das die Stolperfalle? Das ist ja die Schockfalle. Genau. Brandpfeile soll ich nehmen. Lauf nur weiter. Muss ich ja mal ganz kurz gucken. Gibt es irgendwie Steuerung? Tastenbelegung. Wie ich denn dieses Fallen verwende. Steuerkreuz unten, okay. Man sollte immer vorbereitet sein. Okay. Ich denke, das ist ganz okay hier. Es gibt keine hochgelegene Position, doch da oben. Ah, egal, wir schaffen das so. Glaube ich. Komme ich hier irgendwie noch rechtzeitig hoch? Zum Thema Sicherheit. Ah, Mist, ich kann es nicht sehen. Fuck, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich... So,
Genau, Mark. Ah, okay, da ist also eine Schwachstelle. Da müssen wir dann drauf zielen gleich. Autsch. Autschen. Hab ihn. Yes. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Ah. Nein. Folge mir. Hä? Okay. Was denn dann? Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Ha. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Ja. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Hm. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Okay. Na, so richtig gefallen tut's ihr dann auch nicht, ne? Hm. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Hm. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ja. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Okay. Oh. Und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Okay. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Hm. Okay. Interessant. Speichern wir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.